So, herzlich willkommen bei Zwei Lochmann, eurem neuen Lieblings-Sex-Podcast für die ganze Familie, für Jung und Alt. Ja, für Groß und Klein. Für Groß und Klein, für, was gibt's noch? Für Zwillinge, für Drillinge und auch für Einzelkinder. Ja, aber für Vierlinge auf gar keinen Fall. Für Vierlinge nicht, da gibt's dann einen extra Podcast. Der werden die auch gecancelt dann? Genau, der heißt Vier Lochmann. Das war ja sehr unlustig. Das war ultra unlustig. Leute, ihr merkt schon, was das hier für eine Folge wird. Oh, es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja. Yeah. Yes. Und damit herzlich willkommen zur, warte mal, sechsten oder fünften Folge? Wir sind heute oder vierte, ist die sechste Folge, glaube ich. Ist die sechste Folge von Zwei Lochmann. Krass, Alter, dass wir, und das finde ich ja schon krass, dass wir bis hierhin durchgezogen haben, jeden Montag pünktlich oder fast pünktlich. Jeden Loch-Monday, Roman. Stimmt, das haben wir ja letzte Folge schon geklärt. Ja. Jeden Loch-Monday werden Heiko und Roman Lochmann, das sind wir, ich bin Roman. Ich bin Heiko, guten Tag. Genau, Zwillinge, wir holen euch mit in unser Leben und werden uns gegenseitig hoffentlich in diesem Podcast auch weiterhin noch ein bisschen besser kennenlernen. Heiko, ja, ne? Roman, komm, lass mal hier einmal ins kalte Wasser springen. Ja. Es war ein bisschen peinlich, wir hatten letzte Folge ja eine Wette gemacht. Ja. Und zwar waren wir im Stadion am selben Abend noch und haben gewettet, wie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München spielt. Ja. Und am Ende der Folge kriegst du eine kleine Überraschung, muss ich dazu sagen, von mir, weil du näher dran warst am Ergebnis. Okay, ich bin sehr gespannt. Was hast du dir für eine Überraschung? Na, kannst du das nicht sagen? Das muss man schon abwarten, Roman. Ich sag dir, wie es ist, Heiko. Ich bin irgendwie gar nicht vorbereitet für diese Folge. Sonst haben wir uns da die letzten Folgen immer so ein bisschen Gedanken gemacht. Mhm. Bro, ich bin komplett lost. Irgendwie die ganze Woche war... Nee, Roman, du musst ja wirklich einmal Kritik an dich. Bro, ja. Du bist wirklich generell nicht so gut vorbereitet für die ganzen Podcast-Folgen. Das ist so ein Quatsch. Nee, die Aufgabe gehört dann eher mir meistens, mich hier vorzubereiten, Sachen auszusuchen. Das ist so eine Lüge, Heiko. Wir haben die letzten Folgen, haben wir uns immer da vorne so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich hab dich aber auch gut gerettet, Alter, ich sag, wie es ist. Du bist so, das ist gerade komplett gelogen. Weiß das stimmt nicht. So nicht. Das ist einfach falsch. Weiß ich nicht. Das stimmt nicht. Bin ich mir nicht sicher. Wo holst du dir jetzt diese Information? Hauptsache, ich bin hier der blöde Mann. Überhaupt wieder. Nicht. Das war nur eine offene Kritik an dich, dass du dich vielleicht ein bisschen besser vorbereitest. Also ich sag mal so, Alko, die letzten Folgen, ich sag mal, die Clips, die dann auf Insta und so viral gingen, das waren meine Storys alle. Das ist falsch. Natürlich. Nee. Doch, die Adlon-Nummer. Die ging nicht so ab, Robert. Tut mir doch. Muss ich leider, nee, muss ich das leider. Ist ja so ein Quatsch. Ja. Muss ich dich leider, tut mir leid. Na gut, ey, das ist hier schon wieder was. Ich will jetzt mal kurz sagen, wo wir heute sind. Wir sind heute bei uns zu Hause im Studio in Darmstadt. Heute ist Sonntag, die Folge kommt in ein paar Stunden online. Ja. Wir fahren jetzt gleich Richtung Berlin. Ich schneide dann irgendwie auf dem Weg dahin, glaube ich, die ganze Folge. Ist ja auch ein Videopodcast. Und das ist so unser Status Quo. Ich bin auch so ein bisschen kaputt einfach von den letzten Tagen. Ich brauche irgendwie noch Kaffee, Alter. Ist doch viel passiert. Ich habe auch schon, nee, ich bin so ein bisschen überkoffiniert heute. Koffiniert, ja, sagen wir das? Ich habe zu viel Kaffee die letzten Tage getrunken, deswegen brauche ich jetzt noch mehr. Weißt du, was ich meine? Meine Dosis, die reicht nicht mehr aus. Ich habe heute schon 2,5 Kaffees getrunken und das reicht mir nicht. Vielleicht auch einfach manchmal so ein bisschen, nicht so die Symptome angehen, sondern auch mal so die Ursache rüber. Aber immer noch besser als Dennis. Also ich schaue das an Dennis, auch einer unserer besten Freunde, der war übers Wochenende hier. Und er ist ja so komplett, er und seine Freunde, die sind ja komplett Energy Drink süchtig. Mhm. Immer wenn der herkommt, bringt er immer so 4-5 Red Bull mit oder so. Er ist auch jemand, der trinkt so, wacht morgens auf und anstatt erstmal irgendwie einen Kaffee oder einen Tee oder sowas, nee, direkt so ein, was hat er getrunken, ein Booster, Alter? Auf jeden Fall, er plündert, also er sammelt immer so Energy Drinks und wir dürfen die auch nicht anfassen. Der bringt die mit zu uns nach Hause, aber wir dürfen die dann nicht benutzen. Das sind seine dann, ja. Dann trinkt er die so weg innerhalb des Tages. Ja. Dann hat er ihm gegönnt. Heiko, apropos Freunde und so. Ich starte diese ganze Folge hier so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Weil wir hatten ja so ein bisschen, also wir hatten am Wochenende kurz so ein bisschen Stress in der Freundesgruppe. Es gab so ein bisschen Streit. Es gab so ein paar Themen, die wir noch irgendwie, die so im Raum standen. Und die haben dann so ein bisschen für Stunk gesorgt. Und ich glaube, das ist auch normal. Ich glaube vor allem, wir haben ja eigentlich dieselbe Freundesgruppe und wir sind mit fast allen auch irgendwie schon seit immer befreundet. Also schon weit vor, bevor unsere Karriere und so damals losging. Und ich glaube, da gehört sowas dann irgendwie auch wie in einer Beziehung oder überall gehört sowas auch mal dazu, dass man auch mal irgendwie sich in der Wolle hat oder irgendwie auch mal, dass das auch mal ein bisschen eskaliert. Ich glaube, das ist ganz normal. Das war bei uns auf jeden Fall der Fall. War jetzt auch nicht das erste Mal, aber diesmal war es schon ein bisschen krasser. Und das war schon irgendwie krass, finde ich. Einfach so, also wir werden jetzt nicht sagen, was da los war, aber es hat mich dann irgendwie schon berührt, ne? Auf jeden Fall. Also es war irgendwie so,
Ich weiß, ich habe gar kein richtiges... Das waren ganz, ganz extrem in irgendeiner Form auch. Also extreme Gefühle, die aufeinander gestoßen sind. Und ich meine, auch so ein bisschen Missverständnisse und so ein bisschen, man hat gegeneinander geredet und nicht miteinander. Ja, es gab einen Vorfall am Abend davor und dann haben wir am nächsten Tag drüber geredet mit allen. Haben da, glaube ich, 3-4 Stunden oder so am Tisch gesessen und es war wie so eine kleine Intervention. Voll, das war deswegen mein Crush der Woche auch. Ich ziehe ihn jetzt vor, unsere Freunde. Ich schwöre, das ist so geil. Ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so ein erwachsenes Gespräch alle zusammen. Mhm. Wir saßen da 3 Stunden am Tisch und haben einfach nur ganz, ganz normal, wie erwachsene Menschen... haben wir da geredet und haben auch Dinge aufgearbeitet. Haben Dinge, ne? aufgearbeitet, haben Dinge aus der Welt gesprochen und da bin ich auch allen sehr dankbar, dass wir da so ein geiles, konstruktives Gespräch hatten und ernsthaft einfach gesagt haben, wie es ist, uns auch mal ausgeschüttet haben, also unser Herz mal ausgeschüttet haben und uns gegeneinander auch zugehört haben und ich bin da irgendwie sehr stolz drauf und ich glaube, kleiner Lifehack an alle da draußen, wenn ihr Probleme habt, wenn es irgendwie... oder wenn man irgendwie in einer Krise steckt. Oder ein Elefant im Raum ist. Oder ja. ein Elefant im Raum ist. Dann, was immer hilft, ist einfach drüber reden. Das wirklich, wahrscheinlich hätten Kriege schon verhindert werden können, wenn man ein bisschen mehr geredet hätte. Okay, ist ein bisschen groß jetzt. Ja, aber du weißt, was ich... Nein, aber ich will es bewusst jetzt so groß machen. Ich glaube, es gibt nichts, was man nicht ein bisschen besser machen kann, wenn man mal darüber redet. Vor allem, wenn in so zwischenmenschlichen Beziehungen oder so, wenn man irgendwie so Dissonanzen hat und wenn man drüber redet, ist meistens schon... das meiste vom Tisch. Vor allem, weil sich auch Themen teilweise ultra schnell so hochschaukeln. Voll. Und gerade wenn nicht drüber gesprochen wird, sagt das manchmal viel mehr aus, beziehungsweise lässt das viel mehr Spielraum im Kopf, um Sachen richtig oder vor allem falsch zu interpretieren, als wenn man einfach mal drüber redet. Weißt du, was ich meine? Ja, und selbst wenn man gerade irgendwie in der Scheiße steckt, und also angenommen, es gibt keinen Streit oder keinen Stress, aber man steckt einfach in der Scheiße, man hat irgendwie Probleme. Ja, man, keine Ahnung. Wir hatten auch mal einen Kumpel, der hatte krasse Geldprobleme, so, der hat sich so ein bisschen verwirtschaftet, ja, und hat sich wirklich in die Scheiße geritten und sein Problem war, dass er mit niemandem darüber geredet hat und zwar über Monate und fast Jahre hinweg, er hat alles mit sich selbst ausgemacht, so, und ich glaube, das war der Fehler, weil umso früher du mit Menschen, denen du vertraust, darüber redest, ja, erstmal nimmt es einem, glaube ich, selbst ganz viel Druck, weil man einfach das nicht alles, weil es nicht alles auf einen selbst haftet, sondern man kann das so ein bisschen teilen. Und außerdem ist es, glaube ich, einfacher, dann auch Wege und Lösungsansätze zu finden, egal für was. Deswegen, ja. Leute, redet miteinander. Und vor allem merkt man dann auch, ey, man ist nicht allein. So, jeder hat seine, also diese verrückte Phase, in der ganz viele gerade stecken, in unserem Alter, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Jeder hat seine eigene Lebensrealität, aber ich glaube, Gefühle sind oft, oder auch die Ängste, die man hat, sind ganz oft dieselben. Und ey, wofür hat man denn... Freunde auch. Nein, lass mich kurz auf. Ja. Wofür hat man denn Freunde, also wirkliche, echte Freunde, die verlangen nicht viel von einem, wenn es darum geht, ja hier, ich brauche kaum Geld oder ich will dies oder ich will das. Nee, wahre Freundschaft, und das ist ja das Tolle daran, wahre Freundschaft braucht eigentlich, ja doch so viel, aber doch auch irgendwie so wenig. So wahre, man hat ja Freunde dafür, dass man genau in solchen Momenten, ne, wie so ein Auffangbecken hat. Weißt du, wie ich meine? Ey, und außerdem, merke das selbst in meiner Beziehung so, ich will nicht wissen, wie viele Beziehungen schon wirklich Stress hatten oder teilweise gescheitert sind, weil nicht ordentlich miteinander kommuniziert wurden. Ja. Ich merke das bei mir, meiner Freundin, wir reden halt über alles und auch wenn es mal irgendwie Ungereimtheiten gibt, dann reden wir da, also wir versuchen wirklich alles, einfach über alles zu reden, auch wenn es mal unangenehm ist, aber es ist besser, als statt einfach nichts zu sagen. Weißt du, was ich meine? Das muss man halt auch wirklich versuchen, am besten von Anfang an so durchzusetzen, weil sonst stockt sich das immer weiter auf und eine Sache, die man nicht angesprochen hat, aber irgendwie einen bewegt und eigentlich wichtig ist, die wird immer schwerer auszusprechen, desto länger man braucht. Und also entweder fängt man halt direkt damit an, ganz ehrlich zu sein und auch wenn er irgendwas bewegt, wenn man was Wichtiges ist, auszusprechen. Ja. Oder man sagt wirklich, okay, hier, ich mache jetzt einen Cut. Wir schütten uns jetzt alle gegenseitig einmal komplett das Herz aus und alles, was noch nicht ausgesprochen wurde, aber wichtig ist, das machen wir jetzt und ab jetzt ist wie so ein Neuanfang, das wie so ein Neustart. Also allein jetzt am Wochenende, als das passiert ist, hat sich's mal wieder so befreiend angefühlt. Weißt du, was ich meine? Und ich so, hab das, okay, aber ich muss dich kurz leiser pegeln, du bist so laut, Heiko. Sorry, hier, ihr seid gerade live dabei, ich muss jetzt meinen Bruder kurz mal hier ein bisschen leiser machen. Der ist nämlich so laut, der schreit hier. Ich weiß, du bist auch ein bisschen heiser noch, glaube ich, vom Wochenende. Geht. Da musst du mir auch gleich, aber auf jeden Fall, du schreist hier alle zusammen, so. Red mal ein bisschen leiser. Ich rede gar nicht so laut. Ja, okay. Aber ich werde auch emotional bei dem Thema. Ich habe, glaube ich, das erste Mal seit langer Zeit geweint oder eine Träne irgendwie verdrückt. Das war irgendwie crazy. Aber jetzt ist alles... Das war so eine emotionale Extremsituation. Aber jetzt ist alles wieder gut. Wir haben am Ende dann auch Fußball zusammen geschaut. Und genau, also jetzt ist wirklich alles wieder
gut und deswegen bin ich auch sehr dankbar darüber. Und ich glaube, ne? Ja, und ich glaube, sowas gehört auch einfach dazu. Deswegen nochmal Shoutouts an unsere Freunde. Ihr seid mein Crush der Woche auf jeden Fall. Ich liebe euch. Plötzlich hat dieses Gefühl, was man irgendwie längere Zeit hatte, ein Gesicht bekommen oder einen Inhalt bekommen. Weißt du, wie ich meine? Nee. Ja, kennst du das nicht, wenn du so ein Bauchgefühl hast? Wie gesagt, dieser Elefant im Bauch. Es wurde auf einmal greifbar. So ja, genau. Und plötzlich, und plötzlich hat man von allen Seiten irgendwie dieses, das so veranschaulicht bekommen. Was ist eigentlich das Problem und wie kriegt man das weg? Und voll, an was liegt es eigentlich? Genau. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? So, Roman. So, Heiko, was war denn bei dir eigentlich los die Woche? Du hast auch ein paar Sachen mir zu erzählen. Da hast du mir gesagt, ja, Roman, ich will noch nicht mit dir darüber reden. das hebe ich mir für den Podcast auf. Ja, es gibt so ein paar Sachen, da müssen wir jetzt wirklich, auch weil wir uns ja wirklich oft sehen, trotzdem gibt es so Sachen, Roman. Lass mal ganz kurz einordnen. Das wird auch in Zukunft wieder öfter mal vorkommen, dass ich dir ganz bewusst Dinge nicht erzähle, ja, weil ich dann hier auf die Aufnahme warte. Ich, also ich habe auf jeden Fall, ich will über ein paar Dinge sprechen. Einmal über unsere letzte Woche, wir waren ja auch in der TV-Show und haben da wieder so ein paar Einblicke hinter die Kulissen von einer TV-Sendung. Mhm. Was geht bei dir? Wir waren noch in München, Alter, ne, letzte Woche. Ja. Da haben wir auch den Podcast, also die letzte Folge aufgenommen, da waren wir noch im Stadion. Und dann hast du irgendwie noch dein Unwesen getrieben abends. Boah, das war ein viel zu langer Tag, ich wollte es gar nicht. Jetzt hau mal raus, was war denn los? Naja gut, wir sind ja morgens nach München gefahren, haben dann den Podcast noch aufgenommen, letzte Folge. Dann sind wir ins Stadion gefahren, in die Allianz Arena. Ich muss kurz einmal dazu sagen, ich bin sehr froh, dass ich kein Bayern-Fan bin, weil die Stimmung vor Ort war echt genauso wie man, wirklich, also abgesehen von der Südkurve von, bei den Bayern-Fans, die waren, haben ordentlich Stimmung gemacht. Der Rest des Stadions, das war echt, also alle Klischees und alle alles, was man so kennt, das war so langweilig. Es war so, also das, da stehe ich auch komplett zu. Ich bin auch ultra froh, Eintracht Frankfurt Fan zu sein und damit quasi groß geworden zu sein. Alter, das ist ein Weltenunterschied von der Stimmung im Stadion. Es ist halt ein anderes Stadionerlebnis. Das sind, waren halt viele, ich will gar nicht so lange jetzt über Fußball reden, aber da waren viele Touristen, die einfach mal ein Spiel sich anschauen und einfach mal einen Urlaub nach München machen, irgendwie ein paar Tage und dann natürlich dazu auch ins Stadion gehen. Nein, auch erfolgsverwöhnt, Heiko, machen wir uns mal nichts vor. Wenn es da nicht ein, wenn, nee, ich sag dir, wie es ist, da stehe ich auch zu, wenn es da nicht eins durchsteht für die Bayern, dann ist da aber auch nicht, dann ist da leise. Boah, da war ein Typ hinter mir im Stadion, ne? Der hätte ich, Digga, ich hätte fast, also der hätte uns fast aufs Maul gehauen, glaube ich, ja, nur weil nee, wir Eintracht-Fans waren. Zugelassen. Alter. Ja, nee, Roman, nicht weil wir Eintracht-Fans sind, weil, sondern weil wir einfach uns, weil wir ein bisschen Stimmung gemacht haben, weil ich da nicht 90 Minuten im Fußballstadion bei dem Spiel wie in der Oper rumsitze, Alter, bin aufgestanden, hab mal rumgegrölt, Alter, und dann haut der, egal, werde ich wieder aggressiv, wenn ich drüber nachdenke, schwierige Menschen gibt's auf dieser Welt, man muss ja nicht mit dem befreundet sein, ne? Da hast du recht. Aber war trotzdem geil, und München war crazy, ich hab, nämlich, pass auf, am selben Tag. Warte, stopp, du musst dein Mikrofon ein bisschen näher an deinen Mund halten, Heiko. Das versuche ich die ganze Zeit zu erklären. Ah, okay. Dann sag mir das. Nicht zu nah, aber so ein bisschen. Ja. Du warst gerade so. Guck mal, du warst gerade fast so. Okay, okay. Ja, ja, wir lernen immer noch dazu. Ja, ja, voll. Immer noch Folge 6, Leute. Ich war noch in der Sauna am selben Tag. Wo auch sonst? Ja. Warte mal, stopp. Nach dem Stadion warst du in der Sauna. Ja. Ich wollte alles rausschwitzen, weil ich einfach mal, ne, kurz klarkomme. Es war auch kalt an dem Tag und ich war im Rumors Hotel, gutes Hotel dort. Ich lieb's. Und die haben so ein Special Spa, da wollte ich schon immer mal hin. Und dann saß ich dann da in der Sauna. Man muss sagen, dieser Spa ist kein normaler Spa-Bereich, sondern da ist noch eine Bar und auch Musik und ein kleines Kino oder sowas. Ein Pool ist da irgendwie aufgebaut. Also alles so ein bisschen schickimicki-mäßig. Das kommt jetzt, also Heiko, ich wollte einfach nur kurz schwitzen in die Sauna und dann ab in die Haie. Das war mein Plan des Abends, weil ich wirklich durch war. Ja, ja, ja. Dann sitze ich da drin. In der Sauna hab schon gemerkt, okay, da ist so eine ein bisschen, da ist so eine kleine Partystimmung in der Sauna, ja? Ja. oder in diesem Spa-Bereich. Dann sitze ich in der Sauna, eine Minute später kommen irgendwelche betrunkenen Schweizer Leute, doch, irgendwelche betrunkenen Schweizer. Schweizer Leute? Schweizer. Okay. Kommen irgendwelche betrunkenen Schweizer rein. Ja. Und haben mich erstmal zugelabert, wie sonst was, die ganze Zeit. Auf Schweizerdeutsch? Auf Schweizerdeutsch? Ja, kennst du safe, wenn Besoffene dich zulabern, aber du bist nüchtern. Bro, ich bin in Clubs immer nüchtern. Okay, du so, kennst ich das kenn am besten. Das auch, ich kenn das am allerbesten. So, Roman, diese Situation, die du sonst aus dem Club kennst, in der Sauna. Oh mein Gott. Ich saß da als Einziger, warum auch immer, die anderen nicht waren, ich war als Einziger splitterfasernackt in der Sauna, hab da oben gesessen, wollte einfach nur Augen zu machen, kurz chillen, schwitzen, kalt duschen, ab in die Haie. Ja, ja. Plötzlich kommen da besoffene Leute rein mit einer Wodkaflasche in der Hand. Ach du Scheiße. Und laber mich erstmal zu. Die waren irgendwie auch im Stadion, obwohl sie gar keine Fans sind. Egal. Das war unangenehm. Ja, und dann, was ist dann passiert? Naja, da kam die nächste, pass auf, das war nicht, da kam eine nächste Runde von, sag ich mal,
von so Krypto-Bros rein. Oh Gott. Es waren so, es waren so vier junge Typen. Und die waren ultra betrunken, Alter. Ich wollte einfach nur, entspannen, Bruder. Kommen sie rein, auch eine Wodkaflasche in der Hand. Ja. Was ist denn los? Was ist denn für ein Hotel? Das war, nein, das Hotel ist mega. Ich lieb's total. Der Spa-Bereich ist toll. Das war einfach nur falscher Zeit, falscher Ort. Und die haben mir dann die ganze Zeit Shots angeboten. Die haben gesagt, ja, komm, trink doch mal so eine Belvedere-Flasche in der Hand. Ich da nackt oben, ich so, lass mich mal kurz chillen. Und die haben auch so ein bisschen kryptische Gespräche geführt über irgendwelche komischen Dinge. Ich kann es nicht mehr ganz sagen. Auf jeden Fall irgendwann, long story short, habe ich dann mit den Wodka-Shots in der Sauna gesoffen. Ah, du hast mitgemacht? Ja, klar. Oh mein Gott. Das muss ja, man dann, ist ja klar. Das muss man dann machen, das ist ja auch so. Und dann dann sind die irgendwann rausgegangen. Die Wodkaflasche stand aber noch in der Sauna. Hast du allein getrunken dann? Nee, aber ich habe einfach dann so gemerkt, okay, Heiko, du sitzt hier gerade nackt in irgendeiner Sauna in München, hast gerade mit irgendwelchen fremden Leuten Wodka getrunken. Wodka getrunken, Alter, das wolltest du gar nicht. Ja. So, jetzt bist du in dieser Situation. Das Problem ist, diese Leute, mit denen ich da kurz getrunken habe, ich habe auch erstmal mit denen getrunken, dann, weil die mich wirklich 100-mal gefragt haben und ich mich dann irgendwie genötigt, ist das falsche Wort, aber ich musste das dann machen, ne? So, ich wollte dann, wie es normal ist nach der Sauna, einfach mal entspannen und chillen. Und das Problem ist, aufgrund der Situation in der Sauna, dachten die dann, ich bin jetzt deren Best Buddy, ich bin jetzt deren Drinking Buddy. Ja, die haben die ganze Zeit gefragt, ja komm mal mit, wir gehen jetzt doch hier durch die Häuser ziehen und so. Ich wollte einfach nur liegen. Ich weiß doch, ich habe da in diesem Spa-Bereich, in diesem Ruheraum dann gelegen und plötzlich klopft da eine Type so an mich an und sagt, hier, nimm mal ein Bier, ich hab dir ein Bier bestellt. Aber Heiko, warum hast du denn nicht einfach, also da musst du auch mal, hab ich. Nein, eine Sache. Hör mal zu, eine Sache und die fällt mir bei dir, das ist ganz schlimm. Du musst mal lernen, Nein sagen zu können. Du kannst so schlecht Nein sagen. Das stimmt. Wenn einer von uns jemand mal einen Anschluss geben muss oder mal jemand absagen muss, dann bin immer ich das. Du sagst dann immer zu mir, Roman, ich kann das nicht, mach du mal. Roman, ich kann das nicht. Du musst das lernen, vor allem weil du ja noch ein bisschen mehr auch in Bars und sowas unterwegs bist, keine Ahnung. Du musst mal mehr lernen, Nein sagen zu können. Und Heiko, du bist dann nicht direkt, du hast immer Angst, dass dich direkt die ganze Welt hasst, wenn du mal Nein sagst. Nein, das stimmt nicht. Doch, ich kenne dich. Sei doch mal ehrlich, du hast direkt Angst, jemanden zu verkacken oder dass irgendwie dein Leben jetzt eine schlechte Wendung kriegt, wenn du jetzt diese eine Person heute Abend einmal absagst. Du kannst mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Steh mal mehr zu dir. Okay. Wenn du mal was nicht willst. Nee, das Problem ist, ich fand es in dem Moment ja auch dann irgendwann ganz. Ja, okay, nice. Das ist doch sehr klar. So dann der Unterschied. Ja, okay. und vielleicht habe ich mir auch in dem Moment nur eingebildet, dass ich diese Person, die Binu in der Sauna chillt, aber wenn dann so ein Szenario um dich herum ist, dann machst du halt mit. Egal. Auf jeden Fall liege ich dann da, Sauna hat geschlossen, ich bin hoch in meinem Zimmer. Da hat mir noch eine Freundin geschrieben: Hey, ich bin gerade auch in München. Ja. Komm mal rum, wenn du willst. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich schlafen. Aber irgendwie hatte ich dann diese 3-4 Wodka-Shots intus und das hat dann irgendwas mit mir gemacht, so wie so ein Triggerpunkt, wo ich sage, okay, today is the day. Oh. Und dann war ich dann noch auf irgendeiner WG-Party von irgendwelchen fremden Leuten in München und wurde irgendwie so Bierpong und so ein Kram gespielt und ich war da komplett alleine. Ich bin erstmal so 10, 20 Minuten zu Fuß dann dahin gelaufen. Auf WG-Party, ich war auch schon, weil meine Freundin meine Zeit lang da gewohnt hat, deswegen war ich oft oder ein paar Mal auch auf WG-Partys in München. Boah, das war so. Und Heiko, jedes Klischee wurde erfüllt. Ja, genau. Aber jedes Klischee wurde erfüllt. Lass mich raten. Erstmal, es wird eigentlich nur Bier getrunken. Nee. Ist nichts anderes? Nee, okay. Robert. Nee. Okay. Anderes Klischee. Andere Klischees. Es gibt auf jeden Fall es gibt so Snobs auf jeden Fall, so harte Snobs. Ja. Okay, erzähl du einfach bitte. Nee, das ist interessant. Harte Snobs. Ja. Dann gibt's so ein paar, das klingt jetzt so assi, ne? So ein bisschen bauernmäßig drauf sind, so ein bisschen so. Ah, Bauern ist das falsche Wort, so ein bisschen so. Wir sind selbst Dorfkinder, oder? Ja, nein, das meine ich nicht. Ich meine eher so. Ah. Nee, aber ich weiß, was du meinst, aber nein. Ich finde, viele Münchner haben so eine Eigenart. Ich kann es dir gar nicht beschreiben. Ist auch gar nicht böse gemeint, ist eher so eine Beobachtung. Okay, dann gab's auf jeden Fall Bierpong, natürlich. Ja, klar. Dann gab's auf jeden Fall auch. Was sind noch so Studenten-WG, Hausparty. Nee, Roman, das war keine Studenten-WG, versteh das doch mal. Was? Das war einfach eine WG-Party, aber das waren, ich glaube, das war einfach ein Haufen Rich Kids. Ah. wurde auch Koks und sowas gezogen? Alter. Stimmt, ich weiß es nicht, ich habe es nicht mitbekommen, aber die einen waren so ein paar Mal zu oft auf der Toilette. Dann, was gibt's noch für so Dinger, die da so voll sind? Erzähl doch mal ein paar Klischees. Okay, ja komm, ich erzähl einfach. Ja, ja. War dann da, hat mich am Anfang ein bisschen fremd gefühlt, aber irgendwann ist man mit dabei so und wie gesagt, eine Freundin von mir war noch mit dabei, das war dann entspannt, ja. War dann er mit ihr und irgendwann, long story short,
wollten dann alle noch losziehen in den Club. Ich habe erst Nein gesagt, aber habe dann doch Ja gesagt, oh, wie du es so schön geschrieben hast, weil ich wusste, wir müssen am nächsten Tag unseren neuen Song aufnehmen, die nächste Single. Mega, ich habe dir extra auch gesagt, Heiko, mach nicht zu doll, geh nicht feiern. Ich habe aufgepasst, dass ich nicht so viel rumschrei, Roman. Wegen der Stimme. Ja, okay. Hat funktioniert. Die Aufnahmen sind geil geworden. Die sind egal. Gut geworden. Ja. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann in so einem Techno-Schuppen. Ach, ja. Aber, ja. Pass auf. Bist du jetzt so ein Techno-Hörer? Nee, hör mir zu. Ja. Der Unterschied ist zu Frankfurt, zu Berlin. So, wenn ich sage Techno-Schuppen, dann hast du ein klares Bild im Kopf. Ja. Ja, ja. Ja. Was war das für ein Techno-Laden? Ein Techno-Schuppen in München. ist wie so ein, Alter, wie so ein, Hä? Mann, das ist wie als bestellst du irgendwie gerade dir einen Cappuccino, einen ganz normalen Cappuccino, oder nee, du bestellst den Filterkaffee, Alter, aber da ist so Gold noch drumherum. Verstehst du, wie so ein goldfilzierter Filterkaffee? Mann, an was hast du das denn gemerkt? Sei doch mal konkreter. Mann, das gab's überall Tische, wo man hier Flaschen bestellen kann und so. Ja. Punkt 1 kennt man normalerweise nicht von so Technoschuppen, ich zumindest nicht. Ja. Ja. Punkt 2, es gab, sag ich mal, viel Feuerwerk an diesen Tischen, das man auch nicht so kennt. So, und Punkt 3 ist, dass, es war einfach so ein Vibe, Alter. So. Aber Heiko, da warst du, glaube ich, einfach, also ich weiß, dass es in München auch ganz normale Underground, in Anführungszeichen, Techno-Läden gibt und Clubs. Ich glaube, dann warst du einfach nicht, das war einfach kein, es gibt auch diese klassischen Techno-Schuppen in München. Ja. Und nicht nur, safe, die sind doch nicht alle reich da. Okay. Wirklich, du warst, glaube ich, einfach mit den falschen Leuten unterwegs. Ja. Heiko. Kann sein, ja. Ja, einmal mit Stops feiern. Einmal mit Stops feiern. Der eine hat doch erzählt, ja, sein Papa hat irgendwie ein Unternehmen. Ja. Was im DAX ist. Ja. Ey, aber das wundert mich. Ey, Heiko, als wir unseren Podcast aufgenommen haben, da war ich doch auf dem Klo auf diesem, wir waren ja in so einem Gasthaus, haben da aufgenommen. Ja. Da war ich doch auf dem Klo und da waren auch so andere Fußballfans noch, die auch aufs Spiel gingen. Und da war auch so einer, der war so alt wie wir, der hat nur zu seinem Kumpel so gesagt, ja, bist du heute auch im Stadion? Ja, ja, aber ich bin heute in der Loge. Wo ich mir denke, Bro, ja, okay, aber erzähl's doch nicht jedem. Wo ich mir dachte, Junge, wie geil musst du dich fühlen? Oder, also, warum musst du denn jedem unter die Nase reiben, dass du jetzt heute unbedingt in der Loge sitzt? So, das ist doch viel cooler, wenn du es dann nicht jedem unter der Nase reibst. Also, ja. Und ich mag einfach so Menschen nicht, die immer jedem nur erzählen, wie geil sie sind und was sie machen und so, aber dann sollen sie auch mal liefern. So es gibt auch in Berlin gibt es auch ganz viele, ja. die reden, ja, ich mach das, ich bin das und ich finde das cool und das und ich mach das und ja, cool. Und am Ende machen die aber nichts, sondern sind nur auf Koks, Alter, auf irgendwelchen Partys und erzählen nur davon. Ich finde, dass in Berlin oft sich Leute ein bisschen was drauf einbilden, dass sie in Berlin wohnen und plötzlich denken, boah, ich bin jetzt hier super individuell, weil ich plötzlich in Berlin wohne und sich deswegen so mega special fühlen, ja. Ich finde aber auch, dass Berlin mit die uniformierteste Stadt ist, die es gibt in Deutschland. Weißt du, was in Berlin krass ist? Eigentlich hast du so 6 Städte in einem. Weil Kreuzberg ist eine komplett andere Welt als Mitte oder als Charlottenburg. Es ist so, oder auch als, also jeder Stadtteil ist wie so eine eigene Welt und du hast halt eigentlich, du kannst, wenn du willst, kannst du an einem Tag in die Welt abtauchen und wenn du willst, kannst du an dem Tag in die Welt abtauchen und das finde ich irgendwie eigentlich ganz geil an Berlin. Weißt du, was ich meine? Es ist halt, es ist sehr heterogen und das finde ich aber irgendwie krass. Okay. Homogen, Entschuldigung, nicht heterogen. Das ist eine sehr homogene Stadt und homogen, glaube ich. Heterogen. Das ist sehr heterogene Stadt. Scheiße, jetzt habe ich voll den Hänger. Mega geil. Kennst du das gleich googeln? Ja, das ist so, du willst so einen Fachbegriff sagen, aber sagst dann zwei Verkackis. Oder sagst du, nenn mir mal einen Fachbegriff. Ja, irgendwie. Akkusativ. Ja, und dann, ja, nee, nicht sowas. Irgendwie. Bro, keine Ahnung. Ja. Ja, okay. Du willst so schlagfertig, das Wort schlagfertig sagen, was du gerade nicht warst. Ja. Und dann sagst du aber so in einem Gespräch, also ich finde schon, der ist ja schon sehr schlagwillig. Oder sowas, ja, ja. Weißt du, einfach so ein, man will sich so schlau fühlen, aber dann sagt man doch den Fall. Schlagwillig und schlagfertig ist auch wirklich nochmal ein Unterschied. Ja, das ist ein sehr großer Unterschied. Wir waren die Woche wieder im Fernsehen, Heiko. Ja, das wurde noch nicht ausgestrahlt, aber wir hatten mal wieder, ich glaube, viele wissen es da draußen, oder wir haben es schon ein paar Mal genannt, das ist halt unser kleines Hobby, in irgendwelchen TV-Shows rumspringen. Ich liebe das. Wir haben eine Anfrage bekommen für Mein Mann kann. Das ist eine 20.15 Uhr Primetime-Show im Sat.1. Wo eigentlich Frauen ihre Ehemänner quasi, die müssen den Aufgaben zutrauen und müssen dann so wetten und sagen, mein Mann kann das und das machen. Und das war jetzt so eine Geschwister-Edition. Heißt dann, mein Bruder oder meine Schwester kann. Und wir waren dann auch dabei, wir waren auch dabei. Dagi war dabei mit ihrer Dagi Schwester. Dagi Lini. Dann die Ehrlich Brothers. Ist von Dagi B eigentlich der Nachname wirklich B? Nein. Schon weird, ne? Dann die Ehrlich Brothers waren am Start. Ja, Mann.
und die Pate-Zwillinge. Ja. Ja, und das war echt ganz interessant. Einfach mal wieder auch TV, das macht schon Bock, ne? Ich lieb das, Alter. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn man so eine Show ja schon durchdacht ist, so eine Fernsehshow, ne? Ja, ja. Da gibt es ein komplettes Konzept, wie die aufgebaut ist, es gibt fertige Spiele, die wurden schon vorgespielt und du wirst da quasi reingepackt und musst halt dann einfach performen und mitspielen und das sind ja auch alles Dinge, die du da machst, die machst du im echten Leben, sag ich mal, nicht. Also es macht, finde ich, ultra Spaß. Ja, die Leute sind alle so freundlich, du kommst da an, du hast da deinen Betreuer, deine Betreuerin, die holt dich ab, dann geht's in die Maske, dann gibt's da Catering, dann gibt's eine Probe, dann um 19 Uhr ist Aufzeichnung, dann ist das Publikum da, die sind natürlich immer alle ganz freundlich, dann laufen die Kameras und du hast einfach so ein bisschen diesen Glamour, weißt du, ich meine, irgendwie, das ist schon geil. Irgendwie. Ja, ich liebe das. Also ich weiß auch, und dann MMC-Studios, das ist ja so dieser riesen Studiopark in Köln oder außerhalb von Köln, wo so gefühlt jede zweite TV-Show wird da in diesen MMC-Studios gedreht. Ja. Und da war ja auch Let's Dance vor ein paar Jahren, als wir bei Let's Dance mitgemacht haben, wurde ja auch da gemacht. Ja, ne? Da waren wir auch, also deswegen ist das für uns auch schon alles so ein bisschen vertrautes Gebiet. Mhm. Weißt du, also Let's Dance war auch eine krasse Zeit, Alter. Erinnerst du dich noch an Let's Dance? Was ist das für eine... Nee, Roman, ich erinnere mich nicht mehr. Ich kann mich alles vergessen. Nein, aber was war das denn eigentlich für eine Zeit? Du musst hier einmal kurz abholen für die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht neu dazugekommen sind. Mein Bruder und ich, wir haben beide damals bei... 2018? Beim erfolgreichsten Tanz-Entertainment-Format in Deutschland mitgemacht, und zwar bei Let's Dance. Im RTL. Und das war ganz witzig. Also es ist halt, man hat halt, ne, eine Tanzpartnerin und da sind ganz viele Promis und die haben dann eine Tanzpartnerin und das geht dann über Monate und jede Woche fliegt jemand raus und dann musst du halt wirklich sehr aufwendige und krasse Choreos, also wirklich auf dem Profi-Level eigentlich, zumindest hat es sich so angefühlt, fürs Fernsehen, musst du da jede Woche lernen und dann vor 4-5 Millionen Leuten jede Woche tanzen und dann wirst du im Zweifel, dann kommst du weiter, wirst rausgewählt. Wie weit bist du gekommen? Ich glaube 8 Shows oder 9 Shows. Ich war bis Anfang Mai dabei, also so zwei Monate. Ich glaube, du lügst. Ich glaube, es waren nur 6-7 Shows und dann sagt man dabei mal 8. Nein, ich glaube, ne? Ich wurde 8er. Ich wurde, glaube ich, auch in der 4. Show war ich raus, aber ich sagte, wenn ich gefragt werde, ja, nee, ich war schon bis zur 5. Du warst 3 Shows dabei und dann bist du rausgeflogen. Nee, 4. Nein. Doch. Du war, ja, aber die erste Show zählt ja nicht richtig, weil das war nur so diese Kennenlern-Show. Ja, die zähle ich aber mit, wenn mich jemand fragt. Okay, auf jeden Fall. und eigentlich hatten wir voll den Nachteil. Weißt du warum? Ich habe das erst im Nachhinein erfahren. Wir beide wir hatten ja nicht mal einen Tanzkurs damals als Jugendliche. Wir haben null Ahnung von Tanzen gehabt und noch weniger von diesen klassischen Tänzen oder hier Cha-Cha-Cha, also diese offizielle Tänze. Ja, Walzer, keine Ahnung. Digga, null Ahnung. Wir wurden ja komplett beide ins kalte Wasser gestoßen und die haben uns nur so gesagt, ja, ihr müsst euch ein bisschen vorbereiten, macht Sport, trainiert eure Kondition, haben wir auch gemacht, also ich glaube, fit waren wir beide. Mhm. Ey, aber ich glaube, jeder außer uns hat gefühlt davor schon Tanzunterricht genommen oder sich explizit darauf vorbereitet oder zumindest die Standardschritte gelernt und wir wussten halt nichts. Wir waren da und wir konnten nichts. Komplett lost, wir waren komplett lost. Ja. Ja. Und ich weiß noch, Heiko, da warst du schon raus. Am Anfang war so die Stimmung auch unter den Kandidaten und Kandidatinnen und den Promis war das noch entspannt. Ja, das war ein bisschen hier, ne? Ja, nein, das war alles Familie. Ja, genau. Und irgendwann ist die Stimmung gekippt. Ich weiß noch ganz genau, irgendwann ging es nur noch darum, okay, wer fliegt raus, wer kommt weiter. Jeder will gewinnen. Aha. Und es war so nach 1,5 Monaten, 2 Monaten, du trainierst ja jeden Tag 8, 9, 10 Stunden. Das ist ja komplett absurd. Du gibst so viel Effort. Du willst dann auch weiterkommen. Das ist dann wirklich irgendwann, zumindest war das bei uns so, es wird schon hart auch. Mhm. Und da hat man auch dann ein besonderes Verhältnis auch mit der Tanzpartnerin oder Tanzpartner, oder? Also, dass man vertraut sich dann irgendwann blind, oder? Auf jeden Fall. Und, darum geht's ja gar nicht. Es geht eher darum, nach außen war alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber hinter den Kulissen ist irgendwann die Stimmung gekippt und alle wollten nur noch weiterkommen. Und dann gab es ja teilweise auch Stunk ein bisschen, weil halt irgendwie die einen fanden es unfair, dass sie jetzt weitergekommen ist und die anderen haben es nicht verstanden und die einen dachten, da wurde bestochen und der eine hat Geld irgendwie gegeben, damit der... Es gab, also das ist ja alles Quatsch, aber du kannst dir vorstellen, was für Gemüter das hinter den Kulissen geweckt hat. Als du bei Let's Dance rausgeflogen bist, was war das für ein Moment? Was hast du genau dieser Sekunde dir gedacht? Ich war ja im Publikum. Boah.
Aber was ging in deinem Kopf ab? Das würde mich voll interessieren. Ich habe schon geahnt. Ich habe mich so ein bisschen gemobbt gefühlt vom Publikum, als ich rausgeflogen bin. Warum? Ich habe so nicht gemobbt, aber ich habe mir gesagt, so fuck, Alter. Das war so ein bisschen das Gefühl wie zuletzt gewählt werden beim Sport in der Schule, weil man schon so früh raus ist, einfach so weggewählt. Ja, ja, ich habe mich so ein bisschen so... Aber da gab es auch die wildesten Theorien, dass da, sag ich mal, nicht alles richtig gelaufen ist. Ja, Heiko, ne? Gab's immer. Gibt's doch bei sowas immer. Ja. Aber habe ich mich gefühlt? Ich hab's, ich war erstmal traurig. Ich war traurig erstmal. Ich hätte gerne noch weitergemacht. Ja. Und ich habe mich auch ein bisschen unfair behandelt von der Jury geführt, weil ich finde, so schlecht habe ich dann echt nicht getanzt. Wirklich nicht. Hast du noch die Skills? Keine Ahnung. Also ja, bestimmt so, wenn ich jetzt mich krass reinsteige, aber ich hab's dann, das ist so wie nach der Schule. Irgendwann, also kannst du mir jetzt noch mit, nenn mir eine binomische Formel. Jetzt. A² gleich B². Nee, Quatsch. Bro, ich bin so raus, Alter. Lass kurz überlegen. Ich könnte, wüsste nicht, was MX, ne, warte, stopp, fuck. X, weil lass mich wirklich, ich muss das kurz, das ist ganz peinlich. Alter, ich hab das wirklich, ich wusste die alle mal. Du auch, klar. Ja, natürlich, aber wie lange sind wir jetzt nicht mehr zur Schule gegangen? Seit 6, 7 Jahren oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, Heiko, da merkt man, dass du Abitur hast. Ich hätte es jetzt auch nicht beantworten können, ob es richtig oder falsch ist. Auf jeden Fall, ich glaube, ich könnte noch ein bisschen tanzen, aber ich bin auch ganz froh, dass unser Weg dann doch wieder mehr Richtung Musik ging und weniger Richtung jetzt Tanz. Ja. Ja. War eine wilde Zeit. War eine wilde Zeit. War eine sehr wilde Zeit. Ja. Roman. Dim, 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 dim. Mein RTL. Nee, willkommen zu Hause, die haben plötzlich so einen neuen Claim, oder? Keine Ahnung, Alter. Aber liebe Grüße an alle. Roman. Ja. Wir haben jetzt schon die letzten Folgen öfters mal darüber geredet. Ich habe hier wieder einen neuen Take. Ja. Es gibt wieder Skiunglücke. Ach nee. Und zwar viele davon. Es gab irgendwie viel Neuschnee und viel Eis in Österreich. Ja. Und es gibt die Warnstufe. Ja. Es gibt generell, es gibt Warnstufen, ja. So wie gefährlich ist es gerade Ski zu fahren. Und wir beide haben uns ja schon klar positioniert. Skifahren abschaffen. Skifahren erstmal. Vermeiden auf jeden Fall. Erstmal Gesundheitsrisiko, dann diese ganzen Schneemaschinen. Ich weiß nicht, wie geil das jetzt auch für unser Klima ist. Brauchen wir das alles noch? Da haben wir uns und ja, also da haben wir klar positioniert. So, und aktuell herrscht die Warnstufe 4 von 5. Teilweise manche Gebiete auch 5 von 5. Wo ich mir auch denke, Roman, ein Sport, ein Mainstream-Sport. Ja. Wo es eine Warnstufe gibt. Ja. Die sollte nicht existieren. So, du musst doch nicht mal Profi sein. Du musst nicht angemeldet sein, um Ski fahren zu können. Du kannst dir jetzt einfach Skier kaufen und sagen, ich fahre jetzt auf die Piste Ski. Ja. Was ist das? Ja, das ist halt so ein bisschen... Aber Heiko, ich könnte es... Wieder neue Schlagzeilen. Ich habe von Mann. Ja, erzähl doch mal Schlagzeilen. Ja, das war hier super viele Skiunglücke letzte Woche. Warnstufe 4 von 5. Da ist so. Da ist auch jemand wieder, glaube ich, gestorben. Ja, auf jeden Fall wegen einer Lawine. Bro, Lawinen, das sind so Kinderfantasien. Boah, Junge. Lawinen sind... keine Ahnung, bei gemischter Sack sagen die immer so, gibt es so eine Rubrik, wo die sagen, hey, Dinge, von denen man als Kind dachte, dass sie größer werden in deinem Leben. So, aber Thema Lawinen. So, die haben eigentlich mit meiner Lebensrealität gar nichts zu tun. Aber anscheinend sind sie einfach wirklich ein Thema. Ich kenne Lawinen auch nur aus Filmen oder so, Alter. Auf einmal wird, weißt du, was ich meine? Alter. Von einer Lawine überrollt zu werden, auch, ist, glaube ich, auch ganz schön kacke. Weißt du, was Warnstufen hat? Fucking Tornados, Hurricanes. Ja. So, das wäre wie, als wäre Tornado-Chasing, wenn man in Tornados reinfährt oder Fotos macht, als wäre das so ein Mainstream-Sport, Alter. Ja, komm, wir treffen uns heute, wir gehen heute zwei Wochen lang auf, nicht Skiurlaub, sondern in Tornado-Urlaub. Ja. 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 Schwierig. Schwierig. Alter, bin ich wieder ganz, ganz kirre. Naja, ich sehe uns. Irgendwann müssen wir Skifahren und dann, genau für so eine TV-Show müssen wir irgendwann Skifahren, Alter. Sag, wie es ist. Außer die zahlen sehr viel Geld. Genau. ja, so Roman, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Bin gespannt. Meinst du Community-Fragen wieder? Ja. Ja, komm, nehmen jetzt hier auch schon wieder eine halbe Stunde auf, naja. Oder was? Lass dich mal schön noch durchrocken. Genau. Ich fange einfach mal direkt an. Ich bin sehr gespannt. Dreht ihr wieder einen Kinofilm? Wir haben auf jeden Fall Bock. Nee, ich muss dazu kurz sagen, das ist die letzten Jahre einer der meistgestelltesten Fragen, voll, die wir bekommen haben. Voll, ne? Wir haben über Bock, aber es liegt auch nicht immer nur in unserer Hand. Ja gut, aber wir hatten auch die letzten 2 Jahre wirklich andere Prioritäten, Roman. Wir haben uns nur auf die Musik konzentriert, was auch voll ganz wichtig war. Die letzten 2 Jahre hätte ein Film echt nicht reingepasst, aber es macht uns mega Spaß. Wir hatten Todesbock. Wir haben auch coole Ideen, also hier an alle Filmverleihe, meldet euch. Nee, was sagen wir das? Das machen wir selbst. Okay, nächste Community-Frage. So, jemand hat gefragt, dass wir mal über unsere ersten Male reden sollen mit den Beispielen. Das erste Mal allein im Urlaub.
Okay. Wann war es bei dir? Das erste Mal allein im Urlaub, da war ich, das war, also das erste Mal richtig allein im Urlaub, da war ich auf Kreta für 5 oder 6 Tage. Mhm. Und das war total geil. Das war so geil, ich hatte da so einen eigenen... Wo war ich da nochmal? Ich war auch im Urlaub, oder? Du warst, glaube ich, mit deiner Freundin irgendwie im Urlaub. Ex-Freundin, Entschuldigung. Sorry. Warst du im Urlaub und ich war alleine auf Kreta. Stimmt, da auf war so einer Insel. Da war ich in New York. Genau. Und da habe ich mir, das war total geil, weil du hast halt, wenn du alleine Urlaub machst, hast du halt einfach, du bist dein eigener Chef, komplett, du bist von nichts abhängig. Es ist so ein Für mich ist Luxus vor allem Ruhe. Und du hast halt auf jeden Fall deine Ruhe, wenn du allein bist. Voll. So, und dann hatte ich da irgendwie mir ich hatte mir irgendwie für günstig so ein Cabrio, Rent-a-Car, also so ein Mietauto, hatte ich so ein Cabrio und bin dann mit dem alleine, so ein altes Cabrio, habe ich viel so Roadtrips gemacht, bin um die Insel gefahren, in so kleine Fischerdörfchen und Städte bin ich so rein, hab da schön gegessen und hatte so richtig Me-Time. Und das ist, ich kann es jedem empfehlen, mal alleine Urlaub zu machen. Das ist so toll, Alter. Aber es, also, auch so, dann war ich wandern und so und hab so richtig angefangen, mich selbst zu lieben. Bei dir? Das war letztes Jahr. Ja. Nee, vorletztes Jahr. Letztes Jahr? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr war's. Und zwar super spontan. Ich hab, glaube ich, um 14, also es war, ja doch, ich kam gerade frisch nach dem Festival. Wir hatten ein bisschen Zeit einfach nach dem Album und so, als es rauskam. Und ich habe irgendwie das Wochenende mit meinen besten Freunden waren wir auf dem Festival und dann war ich so plötzlich wieder zu Hause und dann hat so diese Party-Depression reingekickt danach und irgendwie hatte ich aber Zeit und ich wollte das eh schon immer mal machen, aber da ich irgendwie auch, ich habe mich irgendwie davor noch nie getraut oder das hat sich noch nie ergeben und dann war das so spontan, ich habe um 14 Uhr gegoogelt, ey, wo kann man hingehen, welche schönen Orte gibt es in Europa. Und ich glaube, um 17 Uhr saß ich im Flieger nach Kappadokien. Boah, geil, Alter. Ja, so richtig kurzfristig. Wo ist Kappadokien? Kappadokien ist eine Region in der Türkei. Irgendwo in der Türkei. Mitten in der Türkei. Ja. Also nicht irgendwie am Meer oder sowas. Gibt es auch gar nicht so viele Touristen. Das ist jetzt nicht so überlaufen. Und war so krass. Ich bin da ganz viel gewandert. Das Wetter war toll. Und ich war ganz alleine da, Alter. Oh Mann, ich hatte noch nie einen entspannteren Urlaub gehabt. Man, so, also wirklich, für die Seele und für den Kopf war das so entspannt und irgendwie immer. Das habe ich auch gerade gesagt. Genau, und immer wenn Leute sagen, oder wenn ich mit Leuten darüber rede, die auch schon alleine Urlaub gemacht haben, alle sagen dasselbe. Alle sagen, hey, es gibt nichts Entspannteres, weil man einfach machen kann, was man will. Ja, man reinigt sich auch so ein bisschen selbst oder die Seele, oder? Ich finde das einfach so total, ich habe jetzt schon wieder Bock, das mal wieder durchzuziehen. Voll, Alter. Ich hatte einen Tag nur richtig Magen-Darm-Probleme. Ja, das habe ich mitbekommen. Irgendwie was Falsches gegessen, plötzlich saß ich da alleine, einen Tag lang im Hotelzimmer. Boah, Magen-Darm-Probleme im Urlaub ist auch einfach scheiße. Ja, also im wahrsten Sinne. Ja. Ekelhaft. Nee, also wirklich. Ja. Dann freust du dich ein halbes... Ey, du freust dich, Jennifer, du freust dich so ein halbes Jahr auf den Urlaub. Ja? Dann kommst du da an, nach der ersten Nacht, du hast irgendwas Falsches gegessen, sitzt erstmal 4 Tage auf dem Klo. Oft, ne? Dann ist doch der komplette Urlaub im Arsch, im wahrsten Sinne. Oh Mann, ehrlich, du bist immer ekelhaft. Alles im Eimer. Ja, aber ich bin bin Heißluftballon gefahren an dem Tag. Ja. Oder in diesen Tagen. Das war crazy, da dachte ich mir auch so, bist du jetzt komplett gestört. Heißluftballon fahren, Alter, das war so toll. Und ich weiß nicht, das war einfach wunderschön. Und ich habe mich fast verirrt, irgendwo in der Türkei, in einem Canyon. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Auf die Pressemitteilung hätte ich gar keinen Bock gehabt. Ich habe mich verirrt, aber ich hab dann wieder irgendwann diesen Weg gefunden. Bin so kleine Pfade so immer lang gewandert. Egal. Gott. So, dann kam noch eine Frage und zwar, wie ist es eigentlich so, auf der Bühne zu stehen und zu merken, dass die Fans den eigenen Song singen. Und ich wollte diese Frage unbedingt mit reinnehmen, weil ich das einfach mal hier im Podcast auch ansprechen wollte, wie verrückt ich das eigentlich finde, was so ein Weg oder welchen Weg so ein Song eigentlich geht. Der erste Schritt von so einem Song, bevor er irgendwann von Leuten mitgesungen wird auf einer Bühne oder geteilt wird, whatever, der startet wirklich einfach nur bei dir im Kopf oder in Gefühl. So, das ist einfach krass. Aber das ist ja auch das Krasse eigentlich der Musik. Es startet im ganz alleine mit dir. Es startet bei uns im Herz. Es startet bei uns im Herz oder im Kopf. Dann macht der Song eine kleine Reise. Und weißt du, wo am Ende wieder landet? In den Köpfen oder in den Herzen. Oder in der Mülltonne von den Leuten da draußen. Ja. Schon krass. Irgendwie krass. Ja. So, Roman. Ich glaube, wir quatschen jetzt hier auch schon wieder eine Dreiviertelstunde. Ich habe noch einen Crush der Woche. Okay, sag mal deinen Crush der Woche. Kevin Trapp. Ja.
kurz zu Kevin Trapp. Nochmal Fußball. Ja, wieder Fußball. Torhüter von Eintracht Frankfurt hat verlängert. Ja. Liebe Grüße gehen raus. Ich habe Kevin Trapp mal zufällig in New York getroffen. Da war ich mit meiner Ex damals in New York. Ja. Und plötzlich läuft mir Kevin Trapp mit seiner Model, wenn ich auf Kreta war. Modelfreundin. Genau, wenn du auf Kreta warst, läuft mir da random in New York Kevin Trapp quasi vor die Füße. Warst du da starstruck ein bisschen? Ja, ein bisschen. Aber er wusste, wer wir sind und wusste irgendwie auch, dass wir mit Lochis aufgehört haben und so. Das fand ich lustig. Krass. Dachte ich mir auch so, okay, war das jetzt Kabinenthema? Ich glaube nicht. Richtiger. Wahrscheinlich nur, weil es in der Bild stand. Und richtiger dann, richtiger Fanboy-Moment. Ja, These, Kevin Trapp war damals Lochinator. Ja, genau das. Spaß. Nee, bester Mann. Verlängert bei der Eintracht. Inshallah. Maschallah, Bruder. Maschallah. Ach, Robert, das ist so peinlich. Warum? Das ist so peinlich. Wenn du schon. Wir haben irgendwann mal angefangen, aus Spaß, Maschallah, Inshallah zu sagen, weil das wirklich eine Ausdrucks-, wirklich super Ausdrucks-, ich liebe das. Ist. Und ich liebe haben wir das in unserem Sprachgebrauch. Ja, aber Roman, dann verwend es auch richtig. Richtiger Allmann. Nichts Peinlicheres, als wenn du als wirklich Allmann, Alter, so diese Wörter benutzen willst und das macht ja auch wirklich Sinn, aber dann komplett falsch. Du musst es richtig verwenden. Ich kenne schon die Unterschiede zwischen Maschallah und Inshallah. Oh Gott, das wäre. Boah. Gib mir Cringe am ganzen Körper gerade. Also, inshallah. Ja. Halt's mal, Dicker. Ja. Gut, ja. Heiko, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was ich von dieser Folge hier halten soll, aber so Folgen brauchst du auch. Wir haben, glaube ich, noch ein paar andere Dinge, über die quatschen wir das nächste Mal. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Ah, du hast dein Geschenk mitgebracht? Ja, du warst an der Fußballwette am nächsten dran, pass auf. Ja. Hat mir wirklich Mühe gegeben. Hat mir gedacht, hey, ich brauche irgendwas Günstiges, Schnelles. Was hast du aber wirklich in diesem Moment wirklich glücklich macht. Was macht dich jetzt wirklich glücklich? Ein Happy Hippo. Oder irgendwas zum Essen. Ja. Was hast du mir mitgebracht? Du hast mir nicht... Ich hab den Maxi... Heiko, Mann, du bist so ein... Weißt du? Ich hab den Maxi King mitgebracht. Du hast mir keinen Maxi King mitgebracht. Bro, dieses Maxi King war bei uns im Kühlschrank. Das hab ich gekauft. Nein, doch. Nein. Robert, das ist... du bist so ein Opfer. Heiko, das hab ich mir gestern gekauft und da war nur eins übrig. Nein. Und das wollte ich mir... Das hab ich, gestern an der Tankstelle noch gekauft. Das ist so schlecht. Eins, okay, wo sind die anderen beiden? Keine Ahnung, hast du wahrscheinlich gegessen. Du willst mich doch verarschen. Nimm dein Geschenk. Heiko, vielen Dank. Danke. Kein Problem. Dankeschön für das Geschenk, was ich gekauft habe. Ja, und dann... machen wir noch das schönes Polaroid-Foto. Ja, ja. Denn Leute, ihr wisst ja Bescheid. Loch Monday, Alter. Welcome back 2014, Alter. Loch Monday, Alter. Wie kriegst du die Polaroid-Kamera auch an, Heiko? Ja. Wir machen hier in jeder Folge ein Polaroid-Foto. Ein Polaroid. Polaroid. Und verlosen dieses Foto unter allen Abonnenten dieses Podcasts. Wir lachen jetzt einfach Abonnenten mal und Abonnentinnen. So, einmal lächeln. Sehr gut. Wunderschön. So, jetzt lädt das Foto hier wieder. Das heißt, wenn du der Besitzer oder die Besitzerin dieses wunderschönen Fotos sein möchtest, dann abonnier uns hier auf Spotify oder auf Apple oder YouTube oder sonst wo. Schick uns vielleicht noch einen Screenshot davon auf Instagram. Und gönn mal 5 Sterne, Arm. Aber du hast gerade eine Adlib. Du hast aber gerade einen Adlib. Ein Adlib, in deinem normalen. Aber es wäre so lustig, wenn man Adlibs einfach so in einem normalen Gespräch sagt. Ich hätte gerne einen Kaffee, bitte. Tschüss! Yeah! Oh Gott, das wär... Ja, Leute, ich glaube, mehr schaffen wir heute auch nicht hier. Ich glaube, diese Folge, die ist. Na, wir sind mal gespannt, wie dann. Boah, ich kann nicht mehr reden. Ich muss jetzt hier dieses Maxi King essen. Das geht jetzt die Woche. Wir sind in Berlin ab heute Abend irgendwann. Oh ja. Ja, das wird lustig. Ja, das wird lustig. Okay. Da haben wir bestimmt was zu erzählen in der nächsten Folge. Ja. Wir hören uns wieder am nächsten Loch-Monday. Loch-Monday. Ansonsten viele Fragen, wann kommt neue Musik bald? Wir haben jetzt, wie gesagt, letzte Woche einen neuen Song aufgenommen und sind hier gerade voller Machen und Tun. Es wird geil. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, auch mit, wenn es um neue Live-Termine geht. Da sind wir auch in der Mache und wollen euch auch dann bald updaten. Können wir aber jetzt noch nicht. Vielleicht nächste Woche. Vielleicht sind wir da schon ein bisschen schlauer. Wer weiß. In diesem Sinne... Bleibt gesund, passt alle auf euch auf. Und die letzten Worte hast du, Heiko. Ja, was jetzt? Ja, ich überlege gerade. Ich versuche gerade. Ja, schauen wir mal, was wird. Zu ordnen. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Tschüss. Ciao.